In dieser Woche hat es viele, viele Investoren ganz, ganz herbe erwischt, denn sie sind ihrem Herdentrieb gefolgt und haben dann plötzlich derartig auf die Mütze bekommen, dass sie jetzt in Panik davonstreben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster. Ja, die Aktienmärkte insgesamt in dieser Woche nach oben gegangen, Handelskrieg, Entspannung. So ein bisschen ein Waffenstillstand, vor allem bis zum 1. Oktober hat man das Gefühl, bis zum Gründungstag der Volksrepublik China und Trump eben unter Druck durch Meinungsumfragen und eine schlechtere Wirtschaft. Das ist das Thema. Aber die Panik, die gab es bei den sogenannten Momentum-Aktien. Wir haben massive Bewegung raus aus diesen Momentum-Aktien. Das hat vielen sehr, sehr wehgetan, die eben zu spät auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind, ihrem Herdentrieb gefolgt sind und dann zu spät kamen. Und plötzlich wurden die alle richtig kalt erwischt. Das hat richtig geknallt und es hat auch geknallt bei den Staatsanleihen. Da waren ja vorher die Renditen gefallen, gefallen, gefallen. Und plötzlich in dieser Woche haben wir einen massiven Anstieg der Renditen. Das sind wahnsinnige Bewegungen von Kapitalströmen. Vorher ist sehr, sehr viel Geld eben in Anleihen geflossen. Das wird jetzt rückabgewickelt aus vielen Gründen. Erstens, weil die Situation sich ein bisschen entspannt hat, eben im Handelskrieg, aber eben auch, weil wir hier Folgendes sehen: City Economic Surprise Index deutlich erholt, auch wenn die heutigen Daten dazu gleich mal mehr nicht so wirklich toll waren, aber eben auch keine Katastrophe. Und wir sehen vor allem, die Inflationserwartungen schießen massiv nach oben, nachdem gestern die Verbraucherpreise in der Kernrate mit 2,4% so stark gestiegen waren wie seit 11 Jahren nicht mehr. Also da ist eine Kombination am Start. Handelskrieg entspannt sich etwas, so hat man das Gefühl. Das dürfte die Fed dann ein bisschen beruhigen. Dann haben wir steigende Inflation in Sachen Verbraucherpreise und die Daten sind auch nicht so schlecht. Also warum soll Jerome Powell dann in einer Panikreaktion jetzt plötzlich die Zinsen massiv senken? Dazu Aussagen von Mnuchin, die US-Regierung überlegt, da 50-jährige und 100-jährige US-Staatsanleihen auf den Markt zu bringen. Dadurch kommt mehr Angebot auf den Markt. Das sorgt dafür, dass die Renditen steigen. Und gestern die Aussagen auch von Mario Draghi, der im Grunde gesagt hat, wir haben fertig mit unserem Instrumentarium. Da ist nichts mehr drin, abbiamo finito. Und dann muss jetzt die Fiskalpolitik es richten. Das waren seine Aussagen. Eine Aufforderung an die Staaten, fiskalischen Stimulus zu betreiben. Und die Anleihemärkte riechen, oh, wenn das kommt, dann wird sich sozusagen die Bonität der Staaten verschlechtern und deswegen wollen wir da größere Risikoprämien haben. Diese Risikoprämien schauen wir uns hier mal an. Da sehen wir etwa die 10-jährige US-Staatsanleihe bei knapp 1,8%. Wir waren kürzlich noch bei 1,4%. Es ging ja immer weiter nach unten. Jetzt ein rasant schneller Anstieg. Wir haben die 30-jährige US-Staatsanleihe bei 2,35 und ein paar zerquetschten waren wir kürzlich noch bei 1,9. Wir sehen die deutsche Staatsanleihe nur noch minus 0,44. Waren wir kürzlich bei minus 0,74 und wir haben die 30-jährige deutsche Staatsanleihe wieder positiv jetzt mit 0,1%, die war auch schon negativ. Also das sind sehr schnelle Bewegungen, wirkliche Tsunamis an den Anleihemärkten. Das kann man gar nicht genug betonen und das hat einige kalt erwischt. Aber das kommt nicht ganz zufällig. Erstens war natürlich der Optimismus in Sachen fallender Renditen, steigender Anleihekurse so gigantisch groß und wir sehen, dass hier gerade die verschiedenen Laufzeiten der US-Staatsanleihen hier langjährige Unterstützungszonen hatten und eben dann davon abgeprallt sind. Und wer da eben noch auf weiterfallende Renditen spekuliert hat, der ist dann ganz kalt erwischt worden. Stichwort 100-jährige österreichische Anleihe, das war sozusagen die Mutter aller Blasen. Schauen wir uns jetzt mal die heutigen Daten an in Sachen Einzelhandelsumsätze. Die waren in der Headline besser als erwartet sogar, plus 0,4%. Aber nur wegen den Autos, würde man die Autos rausnehmen, dann haben wir hier 0,0%. Nicht gerade beeindruckend, wenn wir den Trend dennoch sehen, derzeit nach wie vor nach unten gerichtet. Und wir sehen, dass die Amerikaner schon ein bisschen beginnen zu sparen. Sie gehen weniger in Restaurants, das sind hier die Ausgaben für Essen und Trinken, auswärts. Da sehen wir ziemlich klarer Rückgang. Heute auch die Verbraucherstimmung der Uni Michigan von dem massiven Absturz minimal erholt. Aber die Leute machen sich immer mehr Sorgen über die Auswirkungen der Zölle, dass sie sagen, oh, da wird das Leben für uns teurer. Dementsprechend versucht man da so ein bisschen zu knapsen, was man als Luxus, als überflüssig kann man machen, macht Spaß, muss man aber nicht machen, dass man hier ein bisschen spart. Nicht sparen die Amerikaner allerdings, wenn es darum geht, hier ihre Autos zu finanzieren. Wir haben nämlich jetzt Zinssätze, wenn man ein Auto finanziert, durchschnittlich bei knappe 7%, die sogenannten Finance Rate of New Car Loans, und das war
oder das ist so hoch wie zuletzt seit der Finanzkrise nicht mehr. Das heißt, die Banken, die Finanzierer verlangen da ganz hübsche Prämien, Risikoaufschläge, damit sie sozusagen diese Kredite vergeben. Gilt auch für Kreditkartenüberziehungen derzeit über 17% in den USA. Und das, obwohl die Renditen übergeordnet jetzt in den letzten Monaten ja doch deutlich gefallen sind. Renditen sind insgesamt, auch wenn wir jetzt in dieser Woche einen starken Anstieg hatten, insgesamt ja dennoch stark gefallen und dennoch gehen hier die Zinsen deutlich nach oben. Was haben wir noch? Kommen wir zu den Märkten, zu diesen Momentum-Aktien. Da sehen wir heute, dass seit Montag im Grunde hier wahnsinnig viel Schmerz unterwegs ist in diesen Momentum-Aktien. Hier sehen wir Value im Vergleich zu Momentum voll ausgeschlagen. Das hat es so noch nicht gegeben. Das sind absolute Bewegungen, die sehr, sehr krass sind. Und unter der Oberfläche, ich hatte das in dieser Woche schon gesagt, da brodelt es ganz gewaltig. Und man darf sich nicht täuschen lassen von dieser scheinbaren Grabesruhe an den Aktienmärkten. An den Anleihemärkten geht es zur Sache. Bei den Momentum-Aktien geht es zur Sache. Value steigt. Das ist sozusagen das Muster in dieser Woche. Aber wir haben eigentlich jetzt die Situation, dass wir relativ nah am Allzeithoch sind, nur noch ein paar Punkte entfernt. Und dennoch sind weniger als 5% der Aktien auf ihrem Allzeithoch, die im S&P 500 sind. Und erstaunlich ist, dass vor allem die Homebuilder-Aktien ganz gut laufen. Auch in dieser Woche noch, also die Home Depot und wie sie alle heißen, obwohl die Renditen jetzt deutlich gestiegen sind. Das bedeutet für die Amerikaner, dass die Hypothekenzinsen wieder teurer werden, wenn sie denn ein neues Häuslein kaufen wollen. Schauen wir uns jetzt mal die Lage an den Märkten an. Was wir hier sehen, ist der S&P 500. Die Charts waren von Capital.com, genau. Und der S&P 500 bei 3011 Punkten, das ist hier ein Tageschart. Und wir sehen, dass wir hier oben angekommen sind bei dieser 3020, von dem ausgehend der Abverkauf dann im August startete, als Trump wütenderweise die Zölle anhob, nachdem die Chinesen Gegenzölle verhängt hatten. Da sehen wir, dass wir dann jetzt diese zittrige Erholung hatten mit Seitwärtsbewegungen, dann weiter nach oben. Aber da kommen wir eben derzeit nicht weiter. Das gilt ähnlich für den Dow Jones, der aktuell hier auch im Tageschart bei 27.234 ist. Was macht der DAX? Der hält sich gut, der 12.460. Man stellt jetzt doch immer mehr fest, das, was ich versucht habe, gestern im Marktflüster klar zu machen, dass es nicht die große Bazooka ist, sondern das große Blendwerk, das Mario Draghi hier gezündet hat. Wir haben den Euro, der sich weiter robust hält, als Beleg sozusagen für den Bluff, für die Farce von Mario Draghi, 1,1072. Wir waren schon über der 1,11er Marke. Wir haben den Goldpreis, der doch jetzt deutlicher nach unten geht, jetzt an der Unterstützung ist bei 1490. Und wir haben, wenn es denn kommt, schaue ich mal, ob ich das noch aktivieren kann. Das ist Apple, das wollte ich nicht zeigen, sondern das ist durch das gestrige Webinar rausgefallen. Öl, egal, was ist schon Öl, ne? Der Trump wird es schon günstiger machen. Das hat er sich vorgenommen, deswegen ist er jetzt ganz lieb zum Iran. Oh, jetzt haben wir gar keinen mehr, dann nehmen wir doch mal den Euro, den hatten wir auch zuletzt, 1,1072. Ist er sehr freundlich zum Iran und hat auch die Chinesen wieder ganz lieb, weil seine Wiederwahl eben gefährdet ist. Und da hört dann der Spaß auf, wenn ein so egomanischer Typ wie Donald Trump dann die Wahl verlieren würde. Das wäre ja der Worst Case. Das darf nicht passieren. Also wird er jetzt alles dafür einsetzen. Ob das den Aktienmärkten noch hilft, nachdem eigentlich alles schon eingepreist ist, was gut ist, die 7.329. Hoffnungsrallye heute. Die Chinesen mit der Aussage, wir werden Schweinefleisch und Sojabohnen, das ist für die Wähler von Trump wichtig, für die US-Farmer, die werden wir ausnehmen von den Zöllen. Eigentlich eine super Nachricht, wäre sonst für 6-7% an den Aktienmärkten gut. Heute nicht mehr viel passiert, also die Algos stumpfen langsam ab, könnte man sagen. Ich hoffe, Sie stumpfen nicht ab. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende und freue mich auf Sie wieder am Montag und sage Servus und Ciao.